So, die Reihen haben sich gut gefüllt. Also es scheint doch ganz gut zu funktionieren, wenn man in Aussicht stellt, dass man was verpasst. Der Witz kommt gleich. Aber das erinnert mich daran etwas, was ich bei Richard Erskine, einem meiner TA-Lehrer, gelernt habe, dass eine der wichtigsten Motivationen, aber auch die Schwachstelle für Menschen, sich in ungute Prozesse einzulassen, ist die Verlustangst. Ja. Also wenn wir Angst haben, etwas zu verlieren, dann sind wir oft bereit, uns in ungute Beziehungsprozesse einzulassen. Das trifft auf niemanden jetzt hier zu. Und Dinge zu tolerieren, die wir eigentlich nicht tolerieren wollten. So, das ist etwas, wonach man immer ganz gut fragen kann, wenn man merkt, jemand findet nicht den Abstand. Und dann wären wir jetzt schon fast beim Thema Dilemma, das kommt aber erst nach dem Witz. Gestern Abend habe ich es am Tisch schon mal vorgemacht. Es ist etwas blasphemisch, aber ich gehöre ja keiner Religionsgruppe an, möchte aber damit auch keine Religionsgruppe schmähen. Aber ich finde den Witz nett. Der Osterwitz von Mike Brown, einem meiner anderen TA-Lehrer. Der geht so, Ostermontagmorgen. Jesus, ist Montagmorgen. Ja? Oh ja, alles klar. Da kommen wir dann auch nachher, also die Reihenfolge der Erlösung. Auch das braucht eine gewisse sinnvolle Ordnung. Bevor wir dann, mir wurde gestern schon gesagt, dass manche zumindest gerade auf das Dilemma-Thema warten. Wir sollten aber uns ein bisschen noch über die Tagesstruktur unterhalten. Um 13.30 Uhr gibt es einen Farewell-Imbiss. Mir tut es immer so leid, wenn das dann nicht gegessen wird. Wie viele Esser sind denn dann noch da? Oder wer, Hand hoch, wer da noch diesen Farewell-Imbiss noch mitmacht. Ah, das ist gut. Und da, wenn da noch eine halbe Stunde Zeit ist und so, dann ist es auch für die Dame vom Auditorium-Netzwerk gut. Dann kann die nämlich noch produzieren. Das ist die, die gleich was mitnehmen wollen, dass die dazu noch Zeit haben. Gut, was haben wir heute noch auf dem Programm? Also sagen wir mal so, die programmatischen Kernthemen, die haben wir alle schon gemacht. Insofern haben wir jetzt so ein bisschen Spielräume, was wir jetzt als Kür machen. Ein Thema, das spannend ist und auch nicht ganz einfach, ist eben das Dilemma-Thema. Das habt ihr ja schon, damit fangen wir jetzt dann auch gleich an. Und danach bin ich noch nicht ganz entschieden, da können wir auch einfach nochmal drüber reden. Ich wurde jetzt auch schon so ein paar Mal gefragt, was ist denn zurzeit in der Werkstatt? Also weil Revisited ist ja erstmal so, was haben wir denn in den letzten 25 Jahren alles gehabt, was sind die Kernprodukte? Aber wir können gerne auch heute da mal noch ein Stück nach vorne gucken. Also eine Möglichkeit wäre, dass ich etwas ganz frisch aus der Werkstatt, was ich eben am Mittwoch gemacht habe, ein kleines Referat, eine kleine Sittengeschichte der Bildung von der Urhorte bis in die hoffentlich intelligentere Zukunft, wäre so ein Referat so vielleicht von so einer Dreiviertelstunde. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch eben an Bildungsfragen interessiert sind. Ich bin immer sehr an Bildungsfragen interessiert, dann kann man ein bisschen noch so auch über die Frage der Zukunft der Beratung, der Zukunft von Bildung sprechen. Ich habe auch gedacht, dass vielleicht einige auch so ein bisschen die Sache, Verbandssache interessiert. Was läuft da im DBVC? Ich denke, da kommt Deutscher Bundesverband Coaching, könnte ich dann, ja nein, also falls das jemand interessiert, das muss ja auch nicht mit allen sein, kann ich da auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, und sonst haben wir noch ein paar Themen, in die wir reingucken könnten.
Das ist so mehr die Frage der systemischen Didaktik und des Beratungsverständnisses. Da habe ich, das wäre gestern noch gekommen, das habt ihr dann durch Applaus freundlich auf heute verschoben. Und dann wäre noch so die Frage, Coaching, jetzt mal unabhängig vom Verbandsfragen, Coaching ist ja heute so eins der wirklich gut laufenden Themen, die vieles transportieren. Und da vertrete ich ja diesen Ansatz Coaching als Perspektive. Das hat viel, das fasst unter dem Coaching-Begriff nochmal vieles zusammen, was ich sowieso jetzt dieser Tage gemacht habe. Also da wäre auch nochmal eine Möglichkeit, dass ich diesen Ansatz, wie man Coaching als Perspektive eben nicht nur als Vier-Augen-Gespräch, sondern als Verständnis von Kompetenz, von Profession und so weiter fassen könnte. Es ist jetzt klar, je weiter wir jetzt mit diesen Themen kommen, umso mehr gucken wir jetzt dasselbe Hologramm einfach von der anderen Seite nochmal an. Da weiß ich jetzt nicht, wann zu viel Redundanz ist, das müsst ihr einfach sagen, das reicht jetzt okay, haben wir verstanden. Oder wir würden vielleicht jetzt lieber nochmal über Zukunftsfragen sprechen. Da habe ich gehört, der ein oder andere hat da so eine Idee, was kommt möglicherweise auf uns zu, wie rüsten wir uns. Das wäre aber dann eine dialogische Sache, da würde ich mich jetzt nicht als Prophet allein betätigen. Zukunft ist unbekannt, bekanntermaßen. Gut. Soll ich einfach nachher nochmal fragen, mit was wir dann weitermachen? Und jetzt erstmal Dilemma, damit wir uns nicht überorganisieren. Gut. Eines der Probleme, die eigentlich didaktisch geschickt, was eigentlich didaktisch geschickt ist, dass wenn man von Dilemmata spricht, wachen meist bei den Menschen Dilemmata auf. Das ist, wenn man dann 3 Tage Zeit hat, das aufzuarbeiten, sehr gut. Wenn man dann nur noch eine halbe, dreiviertel Stunde hat, um das Thema nur anzureißen, wie wir das ja hier vorhaben, ist das nicht ganz so gut, weil Dilemmata eben einen leicht gefangen nehmen. Dazu kann ich euch auch nochmal einen Witz nicht erzählen, sondern vormachen. Mit den Dilemmata ist es ja leicht so wie mit dem Betrunkenen an der Litfaßsäule. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also hier wäre jetzt die Litfaßsäule und der Betrunkene kommt so. Eingemauert. Ja, das ist so lustig, aber von außen gesehen kommt einem ja mal hier Klient so vor. Und das Problem ist, wenn man seine Stimmung mitkriegt, aber nicht weiß, dass er aus seiner Sicht sich genauso fühlt. Seine Welt ist so. Und dann haben wir dann ein Problem, erstens das zu identifizieren und zweitens, wie ihn darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht nur Mauern gibt. Gut, das Dilemma-Konzept, ich fange mal von vorne an. Oder sagen wir mal so, ich sage immer, es ist ganz gut, wenn man versteht, wann ist es eigentlich entstanden, aus welchem Kontext heraus. Ich war, glaube ich, ein ganz ordentlicher Psychotherapeut, aber immer ein miserabler Klient. Der Schrecken aller Therapeuten. Weil ich es irgendwie immer hingebracht habe, diese einfachen Interventionen, dass ich mich doch jetzt frei fühlen dürfte oder dass ich meine Gefühle einfach zulassen dürfte oder irgend sowas, die fand ich immer irgendwie, dass das nicht passte für mich, weil das war, selbst wenn ich das gekonnt hätte, was ja oft auch nicht möglich war, hatte ich immer so das Gefühl, das ist nicht die Lösung. Es muss gleichzeitig müsste noch was anderes mitgelöst werden. Wenn ich in die Richtung gehe, lasse ich etwas hinter mir, was mir sehr wichtig ist und deswegen geht das nicht in diese Richtung.
Aber die Therapeuten, die ich gefunden habe, die waren wirklich sehr zugewandt mir, aber so die intellektuelle Verwickeltheit, die ich da drin gesehen habe und wo mir wichtig war, dass es dafür eine Entwicklung gibt, die haben die nicht so recht nachvollziehen können von außen. Und wenn ich in einer weniger guten Psychotherapiegruppe war, endete es damit, dass man mir alle möglichen pathologischen Etiketten umgehängt hat, um das Unbehagen, das man empfinde, dass ich nicht so mich auf die Art, wie Sie sich vorstellen, befreien lassen aus meinen Nöten, um das dann irgendwie emotional für sich selbst zu regeln. Und das hat mich genervt. Könnt ihr einfühlen irgendwie. Und irgendwann bin ich drauf gekommen. Es ist ja so, everybody teaches best what he desperately needs to learn. Bin ich drauf gekommen, dass es eben nicht gut ist, wenn sich jemand dann nicht bewegen kann in der Art, wie ich ihn befreien will, dass ich dann wirklich versuchen muss, näher zu erforschen, wie aus seine Wirklichkeitssicht aussieht, aufgrund deren er sich verwickelt sieht und deshalb zu Recht durch die Tür nicht gehen mag, die ich ihm aufmache, weil aus meiner Sicht es kein Problem ist, aus der rauszugehen. Und so bin ich dann zu diesem Dilemma-Konzept gekommen und irgendwann habe ich mich sogar auch verstiegen zu der Ansicht, dass dann, wenn man es wirklich am meisten braucht, ist man irgendwie in dilemmaartigen Zusammenhängen. Wenn über lange Zeit und nach Versuchen aus verschiedenster Therapie oder Richtungen sich ein Problem nicht auflöst, liegt mit einiger Wahrscheinlichkeit eine versteckte Unlösbarkeit für den Klienten darin. Und das ist ein ernstes Problem. Also je schwieriger ein Klient ist, weil er sich nicht so befreien lässt, wie man ihn befreien möchte, umso mehr braucht er eigentlich beraterische Fürsorge. Und das ist aber dann ein Kunststück, weil der Berater meist gar nicht weiß, was das Problem ist. Hatte ich gerade einen Gedanke, der ist mir jetzt entfleucht. Und von daher fing ich an, dieses zu erforschen, wie es eigentlich für die Leute unlösbar ist. Und zunächst habe ich gedacht, gut, das ist sicher sehr oft. Achso, doch, jetzt ist mir das wieder eingefallen. Und als Therapeuten oder Berater neigen wir erstens manchmal dazu, das dann persönlich zu nehmen, dass der sich von mir nicht befreien lässt, wo ich doch so es so gut meine und auch so gut ausgebildet bin. Und ich nehme dann in der Regel Zuflucht zu irgendwelchen Abwehrtheorien. Also der möchte halt der Wirklichkeit nicht begegnen oder dem geht es noch nicht dreckig genug, dass er noch nicht interessant genug findet, sich wirklich zu entwickeln. Oder auch sehr verbreitet eine Sekundärnutzenhypothese. Der muss ja was davon haben, sonst wird er ja aus der Zwickmühle rausgehen. Und dem ist einfach, der ist opportunistisch, den interessiert eigentlich der Aufmerksamkeitsgewinn, den er hat, während er sein Problem nicht lösen kann, mehr als die Lösung des Problems. Und da hat auch, ich weiß nicht, warum er mir heute so oft einfällt, der ist mir lange nicht mehr eingefallen, einer meiner Lehrer, Mike Brown, hatte mir damals schon eine Haltung vermittelt, der hat gesagt, das ist mit der sekundären Nutzenhypothese. Das ist etwa so ähnlich, wie wenn einer nach Frankfurt fahren möchte von Mannheim. Aber er kennt den Weg nicht richtig und an einer Kreuzung fährt er immer falsch. Er weiß aber auch nicht an welcher und er landet immer in Darmstadt. Und wenn das dreimal geschieht, wäre die sekundären Nutzen. Und dann, wenn er schon mal in Darmstadt ist und kann er ruhig auch trotzdem die Sonne genießen und auch einen Kaffee trinken gehen, weil der Termin ist gelaufen. Und wenn man dem dann zuguckt, wäre das wie wenn man sagen würde, an der Wiederholung sieht man ja, dass er eigentlich nach Darmstadt will. Ja. Und der hat ja auch eine ganze Menge davon, er muss seinen Termin nicht wahrnehmen, er kann dann dort Kaffee trinken gehen und den Sonnenschein genießen. Das ist ihm möglicherweise so viel wichtiger, sodass das Lamentieren darüber, dass er eigentlich immer noch nach Frankfurt möchte, dass man das nicht so ganz ernst nehmen müsste. Das hat mir damals eingeleuchtet und ich habe eher gesagt, okay, wenn wir das so sehen, dann lass uns rausfinden, wo ist die Kreuzung, an der er immer falsch fährt. Und ich glaube, demjenigen
dass er nicht weiß, welche Kreuzung das ist und wie er hätte richtig fahren müssen. So dass demjenigen dann doch geholfen ist. Mit Frankfurt und Darmstadt wäre das natürlich relativ einfach. Ich müsste mich einfach nur nebenan setzen. Wenn ich den Weg kenne, könnte ich das identifizieren. Bei Dilemmata ist es ein bisschen schwieriger, weil das innere Wirklichkeiten sind, deren Landkarten weder ich recht von außen einsehen kann. Und das Problem ist, dass der Klient selbst diese Landkarten eigentlich auch nicht kennt und mir nicht richtig beschreiben kann, wo er eigentlich unterwegs ist. Er merkt es dann nur zunehmend und das oft auch nur zögerlich, wenn er mal wieder nach Darmstadt unterwegs ist. Also das so als Metaphern. Und ich habe dann, mit Klaus Jäger hat mir damals geholfen, das aufzuschreiben. Ich habe ja für diesen Aufsatz Breaking Through the Dilemma Circle dann den ersten europäischen Wissenschaftspreis der TA-Gesellschaft gekriegt, weil die das dann ganz interessant fanden als Weiterentwicklung von TA-Theorie. Also dann habe ich es jetzt also erstmal definiert, damals so. Dilemmata sind Herausforderungen, in deren Logik Unlösbarkeiten eingebaut sind. Ist die Logik erstmal adoptiert, gibt es innerhalb dieser Logik keine oder nur befriedigende Lösungen? Unbefriedigende Lösungen, genau. Und ich habe dann versucht, jetzt sozusagen kognitiv diese Unlösbarkeiten zu beschreiben, indem ich gesagt habe, okay, die Menschen adoptieren falsche Gleichungen. Also ich könnte mich in ein Dilemma begeben, wenn ich aufgrund zum Beispiel der Geschichte in meiner Familie gelernt habe, dann, wenn ich zu meiner Dominanz stehe, bin eher ein dominanter Typ, dann bin ich ein Unmensch. Also da gibt es jetzt auch den Bezug zu den Identitätsüberzeugungen. Wenn ich mich dominant verhalte, bin ich ein Unmensch. Wenn ich aber auf Dominanz verzichte, dann bin ich ein Schwächling. Und daraus lässt sich ganz leicht eine Zwickmühle konstruieren. Ne? Wenn ich zu mir stehen möchte und das verwechsle mit dominantem Verhalten, oder andere mir signalisieren, oh, das ist aber ganz schrecklich, was du mit uns machst, also das spielen wir auch zusammen, diese Gleichungen plausibel zu machen, dann erschrecke ich, weil ein Unmensch möchte ich ja nicht sein, verzichte auf meine Dominanz. Bin entgegenkommend, lass mich auf Dinge ein, weil alles andere würde ich als dominant empfinden, bin aber dann auch nicht sorgfältig genug zu checken, was wirklich stimmt für mich und nicht für mich stimmt. Und nach einer Zeit fühle ich mich selbst kraftlos und habe dann das Gefühl, ich bin ein Schwächling. Aber ein Schwächling will ich auch nicht sein. Das ist keine Lösung für mich. Also will ich doch lieber zu mir stehen, weil ich merke, das mit dem Schwächling stimmt nicht. Aber zu mir stehen heißt wieder, mich auf eine Weise dominant zu zeigen, die ich selbst und andere wieder eben mit dem Unmenschen gleichsetze. Also ihr merkt, solange der Versuch, mich zu finden zwischen Verbindlichkeit und in meiner Dominanz zu mir stehen, sich innerhalb dieser Sphäre bewegt, gibt es eigentlich keine Lösung. Und in Extremfällen kann jemand Jahrzehnte im Kleinen wie im Großen hin und her kippen und er kommt nicht auf die Idee, in Frage zu stellen, ja, habe ich überhaupt die richtigen Gleichsetzungen? Ich muss eigentlich die Fragestellung, Dominanz heißt rüpelhaftes Verhalten, wenn ich frühzeitig zu mir stehe und durchaus auch mal jemand mich traurig anguckt, weil es gegen seine Interessen versteht, ist das eine ungute Dominanz, heißt das Unmensch, sodass ich dann die Gleichsetzung verändern würde und wenn ich dann sagen würde, nein, dominant aufzutreten, kann durchaus mit Freundlichkeit verbunden sein, auch lerne das zu tun, sodass ich selbst diese Gleichung nicht repräsentiere, dann löst sich das auf, dann kann ich dominant sein und entgegenkommen und ich bin aus der Zwickmühle raus. Also das war der Versuch, über logische Gleichungen die Landkarten, aus denen Zwickmühlen gebaut sind, zu beschreiben. Das kann man auch, wenn ich vielleicht einen Bezug dann zur Organisationsentwicklung gleich mache, ist ja auch wieder so ein Konzept, das von innerseelischen Prozessen bis hin zu gesellschaftlichen Prozessen
sinnvolle Fragen aufwerfen kann. Ich war für ein internationales Unternehmen, das wollte in Indien eine große Veranstaltung mit den Repräsentanten der indischen Gesellschaft machen, um für ein bestimmtes Projekt zu werben. Und da ging es also darum, mit denen zusammen wirklich Bedarfsklärungen zu machen, Dialog zu halten, deren Verständnis der bisherigen Zusammenarbeit und mögliche Wünsche zu erfahren. Und da wurde ich gefragt, ob ich das denn nicht moderieren wolle. Und da habe ich gesagt, ja, finde ich spannend, moderiere ich. Und von Sitzung zu Sitzung, die dann in der Geschäftsführung dieser Company gehalten wurde zum Thema Indien, wurden alle möglichen Ressortleiter eingeladen, die die Idee reinbrachten, ist doch klasse, wenn wir da sind, denen zeigen wir mal, was wir alles können. Und es wurde zunehmend eine Verkaufsveranstaltung daraus. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, also irgendwie ist das ein Konflikt, man kann nicht auf derselben Bühne ein sensibles Dialogstück und eine fetzige Verkaufsveranstaltung mit den gleichen Leuten und dem gleichen Publikum gleichzeitig aufführen. Und ich wollte auf der anderen Seite auch diesen Auftrag nicht sein lassen. Das war ein schicker Auftrag, hätte ich gerne gemacht. Und solange ich dran, dann haben wir dran gebastelt, wie man das eine mit dem anderen verbinden kann. Und ich fing richtig an zu strampeln, sowohl in meinen Erklärungen als auch in den Gesprächen mit den Leuten, wie man das denn hinkriegen kann, weil ich das nicht loslassen wollte, bis ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich sagte, nee, es geht nicht. Also, und dann war ich selbst wieder aus meinem Dilemma raus, habe den Auftrag zurückgegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie haben dann wirklich eine Verkaufsveranstaltung gemacht und es mag ja auch eine gelingende Inszenierung sein. Meine wäre vielleicht auch eine gelingende Inszenierung gewesen, nur wenn man es hätte gleichzeitig auf der Bühne machen wollen, dann wäre fürs eine und fürs andere eine Missgeburt rausgekommen. So, ist das verständlich, so diese ganze Spanne. Und da habe ich dann eben das auf eine andere Weise zu beschreiben, auf eine andere Weise zu beschreiben versucht, wie man ein Dilemma beschreiben kann, nämlich wenn auf derselben Bühne zur gleichen Zeit eine Inszenierung nach unverträglichen Gesichtspunkten gestaltet werden soll, beziehungsweise wenn mit denselben Ressourcen Verschiedenes inszeniert werden soll. Ich habe gestern schon mal Bezug genommen auf das Beispiel von Dagmar, die sagte, das ist ein Dilemma für einen Abteilungsleiter, wenn er einerseits den Auftrag kriegt, Nachhaltigkeit zu erzeugen. Die Analogie hat man da mit dem Weinberg, also langfristig die Produktion zu sichern. Und dazu müsste er die überalterten Rebstücke einfach wenigstens ein paar Reihen raushauen. Er kriegt aber gleichzeitig den Auftrag, mindestens genauso viel Wein auch in den nächsten Quartalen zu produzieren, wie üblicherweise auch. Das ist von der Sache her unlösbar. Da kann sein, dass von einer und derselben Person dieser widersprüchliche Auftrag auf mich zukommt oder im System von zwei Seiten, die beide für mich relevant sind, meine Wirklichkeit zu konfigurieren, diese unverträglichen Botschaften kommen. Und wenn ich das annehme, und das oft ist das schleichend, dann gerate ich immer mehr ins Strampeln und versuche, etwas Unlösbares doch noch zu lösen und gerade dann zunehmend in die Dilemmadynamik. Wenn ich, sei es, also und diese Instanzen, die können auch in mir sein, das können auch unterschiedliche Ich-Zustände sein oder unterschiedliche Loyalitäten, jetzt wenn man es wieder psychotherapeutisch anzieht, oder es können eben unterschiedliche Leistungsanforderungen in der Company sein oder unterschiedliche Identitätswünsche, die Identitätsentwicklungswünsche, die so miteinander verquickt sind, dass wenn ich sie so konstruiere, ich weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung gut gehen kann. Und diese Phase, in der ich versuche, das Problem zu lösen, obwohl es so unlösbar ist, die habe ich dann Strampeln genannt. Das ist, ich arbeite, bemühe mich drum und je länger es geht, desto verzweifelter bemühe ich mich, merke aber nicht die Verzweiflung,
Aber wenn ich mich fragen würde, wenn ich mich trauen würde, das zu fragen, was eigentlich los ist, würde ich sagen, je länger es geht, desto mehr verliere ich die Zuversicht. Aber ich weiß auch nicht, was sonst tun, deswegen mache ich weiter, weil wenn ich nicht weitermache, und da kommt jetzt wieder schon die erste Meta-Dilemma-Gleichung, wenn ich nicht weitermache, heißt, dass ich etwas, was mir wichtig ist, aufgebe. Deswegen mache ich lieber weiter, auch wenn ich ohne Zuversicht mich bemühe, meine Anliegen zu verfolgen. Und wenn ich das lange genug mache, dann erschöpfe ich mich und zwischendrin brauche ich dann eine Out-Time, Auszeit aus meinem Strampeln und dann kippe ich in eine Erschöpfung oder ein Abschalten. Aber das ist so, dass ich trinke mir mal ein, gib mir mal ein über die Binde mehr oder gibt Leute, die kriegen dann ihren Migräneanfall oder brechen sich dann ein Bein oder Schlimmeres oder sie gehen zwischendrin mal auf ein unbedeutendes Projekt, in dem sie nicht so, also nicht so schlimm ist, dass es dort auch nicht vorangeht, weil sie gar nicht frisch sind, das zu machen. Und irgendwann plagt sie so sehr der Druck, dass sie wieder zurückgehen ins Projekt. Das Entscheidende ist, es ist ein Zwischen, eine Auszeit, in der sich weder man selbst sich erholt, noch wenn man zurückkommt, sich das Thema wieder neu darstellt und man plötzlich Wege sieht. Sondern wenn man zurückkommt, ist die Unlösbarkeit immer noch dieselbe. Das ist das erschöpft Abschalten. Und wenn ich merke, es gibt einen Themenbereich in mir, in dem, wann immer ich mich dem widme, ich eigentlich in solche Phasen gerade strampeln oder erschöpft abschalten, dann will ich mit dem Thema für eine Zeit lang lieber gar nichts zu tun haben. Das heißt, ich gehe dann Golf spielen oder übernehme ein neues Projekt, das flutscht und lasse das einfach weg. Das ist relativ eine Lösung. Das ist das Vermeiden oder Verleugnen bezogen. Wenn aber das, was ich zurzeit wegschiebe, entweder ein wichtiger Auftrag von außen ist, jetzt im Unternehmen, oder ein wichtiges Entwicklungsanliegen in mir, lässt sich das nicht auf Dauer wegschieben. Also wenn ich in der Beziehung zum anderen Geschlecht zum Beispiel eine dilemmahafte Beziehungsmuster habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt mache ich mal Männerurlaub. Und da habe ich dann auch kein Problem. Aber irgendwann treibt es mich dann doch wieder Richtung Frauen und damit treibt es mich wieder in meine Dilemma-Welt. Bezogen also auf die Dilemma-Welt ist das sich nicht damit beschäftigen, ein Vermeiden oder auch ein Leugnen, dass es da ein Problem gibt. Das wären also dann drei Phasen im Dilemma-Zirkel. Und ich habe da in das Schaubild reingeschrieben, wenn ich zwischen Strampeln und Erschöpfung sehr lange hin und her pendel, brenne ich allmählich aus. Also zum Thema Burnout. Burnout muss nicht Überarbeitung sein, kann es auch sein. Burnout kann sehr oft damit zusammenhängen, dass bezogen auf wichtige Anliegen ich zunehmend mich in eine Sinnlosigkeit verwickle. Ich habe gerade heute Nacht einen Vortrag gehört, ich höre ja viele Vorträge, dass zum Beispiel Lehrer, Hauptschullehrer, die ja oft einen sehr stressigen Job haben, man hat den Herzfrequenz, Messer und alles Mögliche angeschaltet, Cortisol, Stresshormon, Prüfer immer wieder gemacht und hat festgestellt, diejenigen, die ein unverkrampftes, klares Verhältnis zu den sehr schwierigen Klassen hatten, haben einen sehr stressigen Tag gehabt, deren Cortisolspiegel ist aber nicht unvernünftig hochgestiegen. Sie konnten dabei gesund bleiben. Also sie haben eine Mentalität gehabt, mit der sie diesen Job machen konnten, ohne daran auszubrennen. Während andere, die die gleichen äußeren Herausforderungen hatten, die aber für die das innerlich nicht gestimmt hat, sich so positiv darauf zu beziehen, wie die begabten oder besonders begeisterten Lehrer, bei denen ist der Cortisolspiegel so stark angestiegen, dass klar war, wenn das länger geht, führt das zu den ja sehr verbreiteten Frühverrentungen bei Lehrern, speziell in diesem Bereich. Ja, und ich hatte ja, das Konzept habe ich ja entwickelt, als ich Psychotherapeut war. Das heißt, ich habe da mit den Leuten dran gearbeitet. Ich hatte schon die Idee, sie müssen irgendwie mal ganz loslassen. Also nicht nur erschöpft abschalten zwischendrin, sondern müssen ganz loslassen. Das können die aber nicht,
weil sie ja festhalten wollen an etwas, was ihnen wichtig ist. Und dann wollen die natürlich, dass ich, ohne dass sie ihr Anliegen loslassen, aber auch ohne dass sie ihr Weltbild in Frage stellen, oder ich weiß ja gar nicht genau, was in Frage gestellt werden müsste, ich ihnen trotzdem helfe. Das heißt, sie wollen mich in ihre Welt, in ihr Verständnis ihrer Welt einbeziehen, weil sie mich in ihre Anliegen einbeziehen wollen. Und wenn ich dann mit ganz anderem Verständnis desselben drangehe, erkennen sie sich nicht recht wieder. Und dann wollen sie, innerhalb ihrer Unlösbarkeitslogik und sie übersetzen vernünftige Interventionen von mir für sich selbst in Unlösbarkeiten. Wollen sie trotzdem diese Hilfe? Und solange ich mich bemühe, ihnen diese Hilfe zu geben, gerate ich in den Dilemmazirkel. Ich merke es daran, dass ich nach einer Weile als Berater, als Therapeut mich am Strampeln erlebe. Und dann gerade ich in die Zwickmühle, wenn ich demjenigen sage, du, ich glaube, dir kann ich nicht helfen, dann guckt der, dann lodert die Verzweiflung in dessen Augen auf und ich denke, will kein Unmensch sein und ich bin doch der Fachmann, wie stehe ich denn vor mir und vor der Welt da? Und jetzt haben wir schon so viele Stunden gemacht und erst jetzt merke ich, dass ich da nicht vorankomme. Jetzt müsste ich zugeben, dass das, was wir bisher gemacht haben, nicht hilfreich war. Und dann kann ich nicht loslassen und dann beginnen wir eine Folie à deux. Wir strampeln gemeinsam. Ich strampel jetzt nicht aus dem gleichen Zwickmühlengrund, aus dem mein Klient strampelt, sondern weil ich mich von der Zwickmühlendynamik, die auch eine Beziehungsdynamik geworden ist, mit habe anstecken lassen. Aber es gibt natürlich auch Berater, die ihrerseits Zwickmühlen im Kopf haben, in bestimmten Beratungsdimensionen und die Klienten in die Zwickmühlendynamik einbeziehen. Und deswegen ist Mikro. Du hast das jetzt immer beschrieben für eine Person und einen Berater. Ja, weil es einfach ist. Ja. Aber bei mir läuft im Kopf die ganze Zeit mit eine Organisation, die Führungskraft ist ja ein Repräsentant für die Organisation. Gilt da das Gleiche? Ja, natürlich. Also das ist jetzt einfach eine Logik, die wieder wie immer auf der Ebene intrapsychisch, interpersonell, Gruppe und Organisation verstanden werden kann. Und ganz früher habe ich das sozusagen als Konzept einer Psychodynamik konzipiert, wo die Logik eben in eigenen geschichtlich gewachsenen Dilemmaprozessen oder Wachstumsverknotungen besteht, aber in Organisationen, ohne dass diese Dilemmadynamik in einer einzelnen Person ist, und da komme ich auch gleich nochmal drauf, kann sich das einfach auch verknoten bei Fusionen in bestimmten Wachstumsprozessen und Ähnlichem. Das Problem ist, die Leute reagieren aber genauso. Die Beschreibung der Phasen und der Klimata, die passt, weil das ja Menschen sind, die darauf reagieren, die sind sehr ähnlich. Aber die Herkunft des Dilemmas oder die Art, wie es konstruiert und ist und wie es aufrechterhalten wird, die ist dann ganz anders. Und da muss man dann manchmal auf der Organisationsebene was lösen, was aber dann oft nicht möglich ist, weil die Beteiligten nicht bereit sind, das Alte aufzugeben. Also diese Arbeit an der eigenen Haltung, dass man aus Zwickmühlen rauskommt, die ist die gleiche dann oft. Ja, und ich habe dann oft eben keinen anderen Weg gewusst, als den Leuten zu sagen, es gibt so keine Lösung, ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ich weiß, du bist nicht schuld, das ist ganz wichtig, weil diese Menschen oft sagen, wenn mir es schon so scheiße geht und dann kriege ich von außen noch gesagt, du hast ja was davon. Heißt es jetzt, du könntest anders, wenn du nur wolltest, was sie denn, und sie wollen eigentlich aufbegehren und sagen, das stimmt nicht, aber wenn sie das sagen, kriegen sie dann oft von den anderen, ja, aber an dem, was du machst, sehen wir ja, dass es irgendwie nicht geht, und dann gibt es noch ein Metadilemma. Ich sage immer, ein Dilemma kommt selten allein. Wenn wir erstmal Dilemmadynamiken, wenn die erstmal losgehen, gibt es fast auf jeder logischen Ebene, rekonstruiert sich das Dilemma, auch im Versuch, jemanden aus einem Dilemma rauszubringen. Wenn es aber jemandem dann gelingt, nicht nur vorübergehend fünfe Grade sein zu lassen, sondern wirklich zu verzweifeln, auch loszulassen, also jetzt in meinem Beispiel vorher mit den Frauen, ich sage, okay, ich schaff's nicht mit den Frauen, es ist
es tut mir zutiefst weh, aber ich weiß keine Lösung mehr und dann muss ich es halt loslassen. Vielleicht kann ich nie mit einer Frau. Also es ist jetzt nicht biografisch, ne? Es ist nur ein anfühlbares Beispiel, nicht, dass wir nachher fragen. Und der Autor bei dieser Geschichte, gibt es auch biografische. Und wenn ich dann richtig, und das nenne ich Verzweiflung. Und Verzweiflung kann man sich einmal vorstellen, das ist ein Wort, das bei uns Verzweiflung auslöst. Das Wort Verzweiflung mögen die Deutschen nicht, weil es Desolatheit, Selbstmord und was nicht alles signalisiert. Ich verwende das Wort Verzweiflung für eine Emotion, die uns anzeigt, dass wir es mit einer Unlösbarkeit mit unserem bisherigen Weltbild zu tun haben. Von daher kann es auch eine sehr milde Verzweiflung sein. Also wenn ihr kollegiale Supervision macht, wo es wirklich um nicht viel geht und ihr nach 10 Minuten das Gefühl habt, ihr kommt nicht voran, wenn ihr euch wirklich fragen würde, wie geht es mir eigentlich, könntet ihr sagen, eigentlich bin ich verzweifelt, ich kann mir jetzt noch 3 Sachen ausdenken, die ich noch probieren könnte, aber ich habe keine Zuversicht, dass das funktioniert, dann möchte ich es auch gar nicht probieren, weil ich nicht in einer Haltung bin. Ich muss es einfach loslassen. Ich kann an der Stelle nichts tun, selbst, und ich muss sogar akzeptieren, dass ich das mit den Ängsten umgehen, es könnte ein Kompetenzmangel bei mir sein, aber selbst das nehme ich in Kauf. Und das ist eine Verzweiflung. Und dann passiert das Wunder und deswegen der Osterwitz, nämlich wenn man dann Karfreitag wirklich zulässt und wenn auch ganz im kleinen Profanen, dann gibt es manchmal eine gewisse Karenzzeit und dann wird es Ostermontag. Ostersonntag ist es, nicht Montag. Und dann plötzlich kann man der Sache neu begegnen und es hat sich was gelöst. Aber es kann sich erst lösen, wenn man davor wirklich losgelassen hat und zwar ohne Garantie auf Auferstehung. Und das ist jetzt wieder eine Frage des Empfindens von echter Verzweiflung. Die echte Verzweiflung erkennt man daran, dass jemand wirklich es dann loslässt, auch wenn er einen ganz großen Verlust fürchtet und erlebt, ohne, und ich als Außenstehender kann ihm nur Beistand versprechen, aber ich kann ihm nicht versprechen, dass es danach dann doch gut wird, weil wenn er danach doch gut haben möchte, dann hält er noch dran fest und dann ist es wieder Strampeln. Und manchmal, wenn relativ viel auf dem Spiel steht, an Selbstverständnis oder schon lange leidvolle Dilemma-Prozesse stattgefunden haben, dann habe ich dieses Metaproblem, dass jemand dann doch nicht loslassen kann, weil er denkt, dann war mein ganzes bisheriges Leiden umsonst. Ja? Also er will einen Verlust, der längst eingetreten ist, ein Leid, das längst erlebt ist, will er sozusagen nicht in seiner Buchhaltung nicht realisieren. Aber ich muss dann wirklich das realisieren und sagen, und selbst wenn das sinnlos war,